In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich jetzt so, wie ich noch niemals war. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Lina macht gerade ihren Mittagsschlaf. Und ich hole jetzt Hackfleisch raus, weil ich gleich kochen muss, oder ich beim Fußball. Übrigens habe ich eine gute Nachricht. Wir haben morgen eine Wohnungsbesichtigung. Ich habe euch jetzt schon erzählt, dass die Wohnung zum 1.2. frei ist, wie ich aussehe. Aber ich wollte jetzt nochmal mit der Dame sprechen, ob wir nicht am 1.3. wenigstens einziehen können. Weil wir vielleicht bis dahin einen neuen Mieter finden können. Ja, mal schauen. Ansonsten, die Wohnung ist auf der 3. Etage, 70 Quadratmeter, 3 Zimmer, das reicht vollkommen. Auch für 2 Kinder, auch für 3 Kinder. Ja, ich räume jetzt aber erstmal auf und berichte euch dann, wenn es soweit ist, wenn wir die Wohnung gesehen haben. Ich will jetzt auch nicht viel erzählen, weil wir halt noch nicht wissen, ob wir die Wohnung nehmen und ob das alles dem entspricht. Weil wir wollen komplett alle Möbel von hier mitnehmen, komplett alles und nacheinander alles kaufen. Ich will nichts überstürzen. Ich will jetzt auch nicht das komplette gesparte Geld ausgeben für Möbel, weil man weiß nie, was passiert. Und deswegen werde ich alles ganz langsam einrichten, immer mit der Ruhe. Ich will wirklich nichts überstürzen. Mal schauen, ich weiß ja noch nicht, ob das mit der Wohnung klappt. Ich hoffe aber natürlich. So, jetzt werde ich erstmal hier aufräumen. Und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß, wir haben noch nicht die Zusage für die Wohnung, also wir haben noch nichts unterschrieben. Aber ich dachte mir, komm, wenn du schon mal dabei bist, kannst du ja die Sachen wegschmeißen, die wir nicht mehr brauchen. Ich habe jetzt in der Abstellkammer fast die ganze Tüte voll bekommen. Hier ist so viel drin. Ich weiß gar nicht, woher das alles kommt. Ist aber auch gut so. Und jetzt werde ich mal hier schauen. Hier sind ja Linas Bastelsachen, das, was ich nicht brauche oder sie nicht braucht. Kommt alles weg, weil unnötiges Zeug möchte ich einfach nicht mehr in der Wohnung haben. Und ja, deswegen kommt jetzt alles weg, würde ich mal sagen. With your heart on your sleeve, it's a fine line. Romance, bit by bit, I
So, ihr Lieben, wir fahren jetzt in die Arkaden. Schon wieder. Ist doch nichts Neues. Wir waren gestern die Wohnung besichtigen. Die war eigentlich ganz schön, ne? Ein bisschen kleiner als Mamas, aber so minimal, oder? Die Küche war halt ein bisschen schmaler. Ja, Dienstag wird jetzt besprochen, wer die Wohnung bekommt. Aber ich habe so ein Gefühl, wenn wir die auch nicht bekommen sollten, würde mir das jetzt nicht wehtun. Weil unsere Nachbarin, also alte Nachbarin, hat in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zwei Jungs großgezogen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wir haben Zeit. Zeit der Welt. Dann warte ich lieber noch ein bisschen, spare noch mehr und dann habe ich am Ende so eine Top-Einrichtung. Wir werden jetzt auch, wenn die Wohnung nicht klappen sollte, ein neues Bett kaufen. Vielleicht eine neue Couch oder zwei Sofas. Eine Stimme. Achso, du Kamera. Du, willst du die Kamera? Okay, back, ja. Genau, ich wollte euch nur Bescheid geben. Ansonsten gibt es nichts Neues. Das ist eigentlich mein Handy. Übrigens ist das das Oberteil von Zara, was ich für 12 Euro gekauft habe. Ich finde das total schön. Das ist voll breit, obwohl das XS ist, aber egal. No money, Jim. Ja, back, akusti bitte nicht. Ich dachte, du fährst jetzt los. Ist ja klar. Vlog. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr gehackt und hör mal auf mich anzugucken. Ich schwöre, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja. Ich benehme mich ja manchmal ein bisschen daneben. Da brauche ich meine Ruhe, wenn ich Scheiße baue. Nachdem das Video online ist, ist ja egal. Ne? Gibst du eins da hier? Ich habe da hier nicht. So, ich zeige euch mal mein Haul. Zu Beginn Haul. Dieses Oberteil hier habe ich übrigens bei H&M gekauft. Ich weiß nicht mehr für wie viel, aber ich glaube so um die 5-6 Euro waren das. Ich zeige euch aber gleich nochmal, was wir gestern gekauft haben. Ich war heute wieder in den Arkaden. Meine Mutter hat gestern für meinen Opa Hausschuhe gekauft, aber die waren wohl zu groß. Deswegen habe ich jetzt Größe 42 wollte ich mitnehmen und dann habe ich gesehen, dass die runtergesetzt sind nochmal. Wir haben die gestern für 11 gekauft. Jetzt war eins reduziert auf 6 Euro und eins auf 7 Euro. Jetzt habe ich beide einfach mitgenommen. Und zwar sind das diese Hausschuhe. Ich weiß nicht, ob das echtes Tierfell ist, Leute, ne? Bitte hasst mich nicht dafür. Eigentlich kosten die wohl 80 Euro und das war jetzt runtergesetzt auf 6 Euro.
Einmal das. Das ist richtig so, das sind richtige Opa-Schuhe, finde ich. Voll süß, finde ich die. Also der wird, seine Füße werden auf jeden Fall mit denen schon richtig warm sein. Und einmal in dunkelbraun. Das ist jetzt Größe 42. Guck mal bei euch beim TK Maxx vorbei. Also da sind wirklich manchmal sehr schöne Sachen reduziert. Dann hat Lena einmal diese Tasche bekommen von Elsa für 2,99. Ja, da kann sie dann, keine Ahnung, irgendwas reinpacken, wenn sie zu Oma geht. Morgen zum Beispiel. Lena, hier. Deine Tasche. So, dann war Nutella reduziert bei Penny. Nee, bei Penny. Hakan. Doch, bei Penny, ne? Haben wir Nutella einmal mitgenommen. Dann habe ich für heute Abend, Hakan schläft bei uns, zweimal diese Balabalas mitgenommen. Übrigens habe ich gestern eine Zuschauerin getroffen. Irgendwas mit S war ihr Name. Ich habe jetzt den Namen vergessen. In den Arkaden bei TK Maxx schon das zweite Mal innerhalb zwei Wochen. Und sie hat gesagt, dass ich abgenommen hätte. Das hat mich sehr gefreut. Danke nochmal. Und ja, das motiviert so jemanden mehr, ne? Dann einmal Bananen von Chiquita, die waren auch runtergesetzt. Dann habe ich einmal mitgenommen, so handgemacht mit Apfelstücken. Fruchttörtchen, Mr. Apple. Ich habe letztens davon ein paar gegessen. Um ehrlich zu sein, an einem Tag die ganze Packung. Shame on me. Naja, auf jeden Fall, das habe ich diesmal für Order mitgenommen, der liebt Apfelkuchen. Dann habe ich zweimal Butter mitgenommen, weil wir wollten gleich Waffeln machen. Und ich habe bis jetzt noch kein anständiges Waffelrezept gefunden, außer den hier von Diamant. Der ist schon fertig gemischt. Da kommen nur noch Margarine oder Butter rein, Eier und Milch. Leute, die schmecken super gut. Davon habe ich zwei Packungen mitgenommen. Das gibt es nicht überall. Ich habe den jetzt vom Edeka. Dann wollte meine Mutter zwei Packungen von diesem Gouda XXL, da sind 50 Scheiben, 1 Kilo mitgenommen. Dann habe ich einmal Ufos mitgenommen, wer die kennt. Als Kind haben wir die abgöttisch geliebt. Dann habe ich für Hakan diese kleine Flasche Coca-Cola mitgenommen und eine Packung Milch. Jetzt zeige ich euch, also ich packe das mal kurz alles weg und dann zeige ich euch noch, was ich gestern gekauft habe und was ich bei H&M bestellt hatte online. So, ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt meine H&M-Bestellung. Also das hier habe ich gestern bei C&A gekauft. Nee, bei Ernstings Family, da gab es nochmal 30% auf reduzierte Sachen. Das ist ein T-Shirt, Größe 104. Ich denke mal, im Sommer passt das, Lina. Das wird jetzt reduziert auf 3,99. Hat irgendwas mit 2 € gekostet von Lego. Dann habe ich ja noch ein Pyjama gekauft. Das hat am Ende 4,99 gekostet, so ein Langarm, auch in 98. Und bei C&A habe ich das Oberteil, was sie anhat, geholt. Das ist total schön, das hat 3 € gekostet, plus 20 €. 20% nochmal drauf. Lina, komm mal hier hin. Gell, Bande? Zeig ich das mal kurz, da ist so ein Einhorn drauf. Zeig mal dein Oberteil. So, das ist Linas Oberteil. Wow, Gigi Demme. Ja. Ja. Und dann die H&M-Bestellung, einmal dieses Oberteil. Einmal für Lina dieses flauschige Oberteil. Da steht drauf, enjoy the happy times and smile every day. Ich weiß nicht, wie viel hat das gekostet, Lina? Das ist deins, ne? Ja, weg der wunderliche Gäste, die Maschka. Das hat gekostet 4,24 €. Jan, mal zu Jan. Das muss ich mal verstecken hier. Verstecken. So, dann setze ich mich hier drauf. So, dann habe ich für meine Mama bestellt diese Haus. Wie nennt man das hier? Diese Pantoffeln? Nein, Maus, nein. So, dann habe ich für mich dieses Oberteil, habe ich auch in Orange, habt ihr bestimmt gesehen, bestellt. Das hat gekostet, Leute, nur 5,94 € für so einen Pullover. Der hält total warm. Gullime, Mausi, Mausi. Osman, deine haben eine Gitarre. Osman, der Arktisch. Bitte. Dann habe ich mir so einen Overall bestellt. Leute, der ist so geil. Dafür muss ich noch am Bauch ein bisschen abnehmen. Dann ist der perfekt. Der sieht einmal so aus. Der war auch nicht so teuer. 7-8 €. Und hinten hat es halt so einen Ausschnitt. Hier. Perfekt für die Sommertage. Hat gekostet 7,99 €. Dann habe ich einmal dieses Kleid bestellt. Das hat gekostet 4,99 €. Ist nichts, finde ich. Auch perfekt, wenn man weggeht mit dem Mann oder so. Ist jetzt bis knapp über die, also ist schon über die Knie. Ich muss die ganze Zeit hier auf Lina
Acht geben. Dann habe ich für meine Mutter bestellt einmal dieses Leoparden-Kleid. Das zieht sie natürlich als Oberteil an. Ich muss es auch alles einpacken, damit ich es morgen mitnehme. Dann bestellt Nina, es reicht annehmen, bitte. Und dann wirst du mir. So, ich weiß, dir ist langweilig. Wir spielen jetzt, ja? Sollen wir Knete machen? Ja. Ja? Hat die Knete hier gekriegt? Dann machen wir Knete, okay? Hat die Kusch. Hack auf mal im Schlafzimmer. Ist Knete auf dem Ding. Jetzt gibst du ihr das bitte kurz. Auf der Kommode. Dann einmal dieses, das ist ein Oberteil. In Rot. 36, 5, nee, das war meins. Kleid mit Vorausschnitt. 7,99 finde ich auch total schön. Also eigentlich ist das ein Kleid. Dann habe ich einmal dieses Kleid bestellt. Das hat gekostet 19,99. Das schicken wir aber zurück. Weil ich erinnere, das ist so ein Spitzenkleid. Ich erinnere mich nicht dran, dass da stand, dass der Rücken hier komplett frei ist. Das sieht man jetzt nicht. Das ist so ein Dreieckausschnitt. Und meine Mutter kann das sehr schlecht anziehen. Dann habe ich das bestellt. Kennt ihr das, Leute? Diese Tops von H&M, die fallen immer größer aus. Dann habe ich jetzt das in S bestellt und das ist Mini. Also wenn ich meine Arme hochmache, blups, da sieht man mein Speckröllchen unten. Dann habe ich hier so ein, wie nennt man dieses Kleid? Plissiertes Kleid in der Größe XS bestellt. 5,99, das schicke ich aber zurück, weil das ist viel zu breit. Also die beiden kommen auf jeden Fall zurück. Und dann habe ich noch dieses Plover-Kleid bestellt, auch in XS und das ist viel, seht ihr das? So breit, also das sieht gar nicht schön aus. Es gibt ja dieses Breite, das sieht schön aus, aber das sieht nicht schön aus. Also das kommt zurück alles. Aber diese Plover werde ich halt alle behalten. Ja, Linas Sachen werde ich auch behalten. Ja, das war so mein Haul. Hallo! So, wir fangen jetzt an mit der Waffel. Dazu braucht ihr halt, wie gesagt, dieses Diamant-Waffeln, diese Backmischung. Dann braucht ihr Butter, Milch und 4 Eier. Ich mache jetzt direkt beide Packungen, weil jetzt hier nur 250 Gramm sind, muss ich von hier noch 50 Gramm dazu nehmen, aber ist ja nicht schlimm. Und ihr braucht natürlich einen Mixer. Ja, wir fangen auch direkt an. Karl kann es übrigens auch hier. Hallo. Hallo. So, ihr Lieben, also der Teig ist jetzt fertig und hier ist jetzt, hier sind zwei Waffeln drin. Und Leute, keine Sorge, ja, Lina sitzt hier, aber ich passe auf für die ganzen Besserwisser-Mamis. Hallo, 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 hallo. Sag mal hallo. Leute, der ist echt gut. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe. Ich glaube 20 oder so, aber sehr gute Marke. Ilnicek? Uff. Uff. Sieht das nicht gut aus, Hakan? Ne? Ja. Gib dir diesen Schnurrbart. Oh Mann. Lina, okay, übertreib. Okay, übertreib, bitte. So, und sobald das dann grün leuchtet, können wir das rausholen. So, ihr Lieben, der Teig ist fertig. Aber ich habe jetzt zwei Stück gegessen. Hakan hat wie viel gegessen? 4 Stück? Und Lina hat auch noch eins. Also da kommt sehr viel raus, ne? Aber das ist jetzt das letzte Mal und dann sind wir durch.
Ich gucke übrigens nebenbei sehr Inche. So ihr Lieben, ich merke gerade, wie spät es geworden ist. Wir haben eine Serie geguckt. Ich gucke eigentlich immer noch. Wir haben jetzt über 12 Uhr schon. Ich gehe jetzt auch schlafen, ich bin richtig kaputt und ich bin mir sicher, Lina wird morgen früh aufwachen. Ich werde euch jetzt morgen wieder mitnehmen, damit dieser Vlog nicht zu kurz ist. Genau. Ja, ich würde sagen, ihr könnt ihr gleich weiterschauen, wenn ihr Lust habt. I've been through